Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lego Marvel Super Heroes. Und wir sind immer noch im Atomkraftwerk. Und jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Rambazamba. Oh, guck mal, so eine. Ja. Geht schlecht, gibt Schlechteres, oder? Ach du je. Ah! Da! Ah! Da nehmen wir den blauen noch. Ah! Warum muss das auch der dicke machen? Der kräftige. So, was haben wir hier? Ein Krallenschalter. Achtung. Oh, armer Hulk. Komm, schubsen wir den hier mal so ein bisschen rauf. Und zack, nochmal. So, jetzt aber kurz den Krallenschalter. So, was haben wir da links? Leute, lauft doch nicht weg. Ich habe doch noch gar nicht alles fertig geguckt. Autsch, das muss schon wehtun. So. Bin nicht sicher. Ich will hier jetzt wirklich nichts freischalten, ne? Was war das? Ach, gibt's da vielleicht auch ein Achievement, dass man diesen Stan Lee in jedem Level frei, jedem Level quasi retten muss? Wäre ja auch lustig, ha? Aus kosmischen Legosteinen. Ich habe eben schon aus komischen gelesen. So, gehen wir mal weiter. Toll, haben wir den Stanley einfach so befreit? Wollte ich gar nicht. Naja, gibt's Schlimmeres. War jetzt auch nicht so schwer zu sehen, ne? Oh, shit. Wie kommt Wolverine jetzt wieder hier hin? So, da links ist schon wieder so ein Ding. Oh, tschüss. Ach du je. So, machen wir hier erstmal weiter. Halb böse. Oh Mann, warum ist er jetzt hier? Wow. So, hier links. Ah ja, hier rein. Hier links ist jetzt so ein Ding. Nehmen wir jetzt aber nicht mit. Wie schon gesagt, der richtige Walkthrough mit 100% kommt dann im zweiten Durchgang, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Ja, und ich glaube, wir sind ungefähr so bei 3/4 von der Story. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist, das Ding hier kaputt zu hauen. Na doch. So, hier können wir einmal rumgehen. Ach, schade. Und ich dachte, ich müsste da gleich immer hochspringen. So, ich denke mal, mit dem Krallenschalter können wir das deaktivieren. Ob die das auch ohne uns schaffen? Ich würde mich ja nicht drauf verlassen. Zur Not machen wir das gleich mit denen. Ist das hier so ein Brennstäbehalter? Okay. Oh, hallo.
Die haben es tatsächlich geschafft. Ich bin begeistert. Guck mal, schon wechseln wir auf den Mr. Fantastic. Stirbt er? So, noch ein paar Stats mitnehmen. Nicht, dass das Level bald zu Ende ist und wir nicht genug Stats haben. Gut, später kriegen wir da sowieso noch mehr als genug. So, dann bauen wir mal. Ah, noch nicht. Da fehlt noch was zum Bauen. Ach, gibt's gar nichts zum Bauen. Dann gehen wir mal weiter. Und wieder an der frischen Luft. Und wo ist die Lady? Da ist sie. Guck mal, sie schaut ja eigentlich ganz nett aus. Kupferplattierten Schuhwerk. Hey, aufpassen, Kleiner! Lass raus! Hey, wir sind in der Statue. Schon lustig, da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier drin. Wie wär's mit einer Führung? Ja, die X-Men, die leben ja in der. Wir beginnen jetzt mit dem Angriff. So, komm, Wolverine, mach mal hier weiter. Lass die anderen mal kämpfen. Hier geht's einmal hoch. Es wundert mich, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Die Sport ist älter als ich. Darauf kannst du wetten. Okay. Damit kriegen wir, mit dem Paternoster kriegen wir, ach, sogar beide hoch. Hier, da links hätten wir so noch einen anderen Weg, glaube ich, gehabt. Wobei, hiermit geht es vielleicht weiter in den nächsten Raum. Nach links wahrscheinlich, ne? Jawohl. So, wie kriegen wir den Dicken jetzt hier rüber? Oh, shit. Ah, das könnte eine Idee sein. Yo! Tschüss, Wolverine. Ach, wir haben Wolverine gespielt. Ich dachte, wir wären Hulk. So, dann können wir hier uns das Türchen aufmachen. Und wer soll's abkriegen? Wolverine? Zielen üben wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Über Hulk. So, jetzt sind wir gleich noch ein True Believer. Wenn Hulk hier jetzt zumindest oben bleibt. So, da können wir, glaube ich, mit dem Mr. Fantastic durch. Ich glaube, wir müssen die Flammen ausmachen. So, sind wir, haben wir es geschafft, statmäßig. So, kannst du mal den letzten auch nochmal kaputt hauen. Wow, shit. Und ich möchte lieber sterben, als da unten landen. Oh nein. Okay, warte, nehmen wir eben kurz ihn hier. Da müsste der Mr. Fantastic hier eigentlich gleich wieder hinkommen. Von alleine. Oder, oh, das hätte fast geklappt. Guck mal, hier ist er zumindest schon wieder gewesen. So, wie kriegen wir die Flammen aus? Da oben, das sieht schon mal aus wie so ein Sprenkler, diese Spitze, die da ist. Also wenn wir da hochgehen, da können wir sicherlich irgendwas aktivieren. Kommen wir denn da hoch? Offensichtlich nicht. Aber es muss hier irgendwas anderes geben. Jo, ein Werkzeug zum Beispiel. Ein Bagger. Und was ein schöner Bagger. So, ach so, das
Die Flammen gehen natürlich dann auch aus. Macht Sinn. So viele Steine. Junge, mach Platz. Wo ist das Schild hier? Ach komm. So, Hulk, einmal bitte hauen. So, das ist doch wieder was für den Mr. Fantastic. Aber das ist ein Witz, oder? Dieser Typ, ey, dass der immer runterfällt. Oh Mann, 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 Mann. Ich hau am besten nichts mehr kaputt. So, wir halten uns jetzt streng an den Plan. So, da sehe ich nämlich schon so Dinger zum Runterziehen. Und damit können wir dann sicherlich irgendwie den Halt rüberholen. Auch wenn ich mich an seiner Stelle hier nicht rüber trauen würde. So, und wehe, es fällt auch nur einer von euch runter, euch Pfeifen. Oh Gott, da wäre es fast so weit gewesen. So, hier haben wir wieder einen Aufzug. So, und wir sollten schon sehr hoch sein. So viel dürfte nicht mehr kommen. Oh oh. Guck mal, hier ist noch ein Achievement gewesen. So, bauen wir mal hier was hin und hoffen wir mal, dass der dämliche Mr. Fantastic von alleine mal angetrabt kommt. Ich habe keine Lust, da nochmal rüber zu laufen. So, das kriegen wir doch auch hin, oder? Ja. Ist das dein Ernst? So ist es einfacher. Und wir haben was für den Mr. Fantastic. Wo ist er denn? Wir haben hier wieder so eine... Der muss sich wieder in so eine Chipkarte verwandeln. So, wo ist er? Oh, geil, der ist sogar hier oben. Ah. Nein! Nein! Vorsicht! Landen, danke. So, bitte einmal Platz machen. Selber schuld. So... Nein, was tue ich denn? Warum mache ich... Ach, komm, ey. Wir werden niemals dieses Level beenden. So. Jetzt, wir haben es. Wir haben es zumindest bis hierhin geschafft. Ein Feuerwehrauto. Ja, sieht eher aus wie technisches Hilfswerk, ne? Achso, und das Flugzeug hat auch rein zufällig so Haltegriffe. Ja, denn... Bist du auf jeden Fall gut dabei. Alter, der haben wir es aber richtig gegeben. Da haben wir auch alles zu Brei. So, das ist ein Krallenschalter und er ist natürlich sonst wo wieder.
So, und dieses Achievement mit den 1 von 5 machen wir natürlich auch später. Oh. Oh. Ich hoffe, da gibt es noch eine seitliche Begrenzung, irgendwie, dass man nicht runterfällt. Ah, danke. Ich wurde erhört. Ah, Wassersteine. Seid gegrüßt. Ich bin der Meister der Gedanken. Nennt mich einfach Mastermind. Ich habe die einzig wahre, unschlagbare Mutantenkraft, um eure Gedanken zu kontrollieren. So. Ein primitiver Geist. So leicht zu kontrollieren. Wieso ist denn am Aquarium? Ich kann mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Logan, Mastermind lässt dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Kommen wir da irgendwie hoch? Das wäre jetzt ganz praktisch. Na gut, dann müssen wir halt unseren Kumpel zerhauen. Ich check das nicht ganz. So, jetzt sind wir wenigstens wieder wir selbst. Was ist mit mir passiert? Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. So, der nächste. Vielleicht erweist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Wieder die alte Kamelle. Du musst kämpfen, Richard. Komm, fang dich, Flexi. Zurück, weg von mir. Flexi. So, einen kriegt er noch mit und dann sollte hier auch genug sein. Jawohl. Entschuldigung, habe ich gerade gepennt? Ich hab nicht. Was ist passiert? Oh, und jetzt müssen wir den Großen besiegen. Oh oh. Moment, der Hulk ist ein Mann doppelten Geistes. Beide werden sie mir gehören. Ah, eine doppelte Schwierigkeit. Gut, dass wir zu zweit sind. Hulk hat nur 3 Leben, im Ernst. So, kann der mal... Ah, jetzt macht's... Jetzt ist es, glaube ich, leichter, ihn zu verhauen. So ist die Frage. Müssen wir einfach nur warten? Ah, jetzt fällt er wieder hin. So, und das dritte Mal, oder? Na komm, verwandel dich schon zurück. Komm. Na also. Ich werde euch alle unter meine Kontrolle bringen. Träum weiter, Alter. Oh. Welcher ist der richtige? Yes! Schau, da unten. Magneto hat den Reaktorkern freigesetzt. Oh, uncool.
Das ist doch was für Dr. Octavius eigentlich, oder? Aus Spider-Man 2? Ab mit ihrem Kopf. Oh nein. Oh nein. Oh, super Ende. Tja, die neuen Charaktere sind Liberty, Mastermind. Ach, guck mal, wie viele das sind. Der Hammer, oder? So, 129k Stats gab's dazu. So, danke. Und True Believer, ja, sicher. So, die haben wir jetzt absichtlich nicht gesammelt. Danke, Jungs. Ja, Stanley in Gefahr. Es wagen sich mit dem rätseligsten Mann der Comic-Szene. Den habe ich jetzt aus Versehen gemacht. Ärgert mich jetzt auch gerade so ein bisschen, aber gut. Machen wir denn. Aber beim Kompletten sage ich es dann an der Stelle nochmal, wenn ich dann quasi nochmal alle Level auf 100% bringe. Gut, ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch einen Daumen hoch geben würdet. Das ist gar nicht so, dauert gar nicht so lange. Einmal kurz klicken. Das hilft mir wirklich sehr und motiviert mich zusätzlich, hier dieses Spiel komplett durchzuspielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und dann schauen wir uns das nächste Level an. Bis dann.